Okay, weiter geht's. Batman, hier drüben! Ja, bitte. Was ist? Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir haben gerade unsere abendliche Runde gedreht, als auf einmal bewaffnete Gangster reinstürmten und uns als Geisel nahmen. War noch jemand bei Ihnen? Sie brachten jemanden in den Fahrstuhl. Ich weiß nicht wen. Offensichtlich wollten Sie nicht verfolgt werden. Der Fahrstuhl scheint abgestellt worden zu sein. Hier passiert Ihnen nichts. Wir schaffen das schon. Was ist mit den anderen? Wir haben Schüsse gehört. Sie könnten tot sein. Wir sollten hingehen und helfen. Oh, das habe ich vergessen. Dr. Kellerman war im Patientenuntersuchungsraum und Dr. Chen ist in den Operationssaal gegangen. Und Dr. Young ist zum Röntgen gegangen. Okay, bleiben Sie hier. Ich finde die anderen Ärzte. Ich bin hier, Mike. Halte still. Ich befreie dich. Ich hole euch da raus. Alles wird gut werden. Okay. Dann müssen wir den anderen Doktoren wohl auch helfen. Gehen wir mal hier lang. Ah, X-Rays Röntgen. Wir bitten alle Patienten ruhig zu bleiben und sich langsam zurück in ihre Unterkünfte zu bewegen. Lassen Sie mich Ihnen die faszinierende Arbeit unserer neuen Forschungsleiterin Dr. Penelope Young präsentieren. Seit sie vor 2 Jahren unserem Team beitritt, ist Arkham einer der Vorreiter bei der Forschung zum Verständnis des menschlichen Geistes. Arkham, lassen Sie uns über den Verstand reden. Wie kann eine so komplexe Einheit bestimmt und gegebenenfalls behandelt werden? Diese Hurensohn ist Cash. Wie ist der zu dem Haken gekommen? Was ist los mit... Die Fledermaus! Um dann umfassend unsere speziellen Fälle auf Exemplare zu heilen. Du wirst... Gute Nacht. Boss, alles erledigt. Der Raum ist voller Gas und Captain Hook ist darin gefangen. Wer ist hier? Los, Batman! Cash, was ist passiert? Es gab einen Alarm im Medizingebäude. Ich habe Schreie gehört und fand den Doc auf dem Boden vor. Als ich ihm helfen wollte, wurde der Raum mit Gas geflutet. Die Türen wurden verriegelt. Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten. Wie mutig! Klatscht für Mr. Cash in die Hände! Er kann eine gebrauchen! Ich komme! Wenn ich rauskomme, wirst du dich totlachen! Immer locker, Kumpel! Ich mache nur einen Joker hat den Raum mit Gas geflutet und wir sind hier gefangen. Ich kann die ganze Nacht hier sitzen, aber der Doc sieht nicht gut aus. Ich bin schon da. Ich komme. Oh. So. Oh, der Ventilator 2. Er macht es doch. Sie sind gewalt aus Schleifungen. Bitte, ich will nicht ins Gras fallen. Ah, wirst du schon nicht. Jammerlappen.
kein Gas hier verteilen dürfen eigentlich. Intensivbehandlung verlassen. Ich hätte schon dafür gesorgt, dass der Freak bleibt, wo er hingehört. Doktor? Ich weiß nicht. Wir schließen ihn weg, er kommt raus und mehr Menschen sterben. Wenn ich nur eine Minute mit diesem Tier allein wäre. Also bin ich hier fertig, ja? Na gut.
medizinische Personal braucht meine Hilfe. Denken Sie dran, ein glücklicher Patient ist ein guter Patient. Unsere Ergebnisse haben zu Debatten geführt, ob die Psychose an sich neurotoxisch ist und ob mögliche schädliche Veränderungen am Gehirn in einem Zusammenhang zu der Länge der psychotischen Episoden stehen. Das Projekt Titan erlaubt uns, die Fähigkeit des Einzelnen zu stärken, mit solchen Veränderungen umzugehen. Die ersten Ergebnisse waren vielversprechend. Aber erst nach Ankunft. Okay, dann ab zum nächsten. Patient X war der Kandidator, der zur vollständigen Annahme des Titan-Prozesses führte. Wir danken allen unseren Wohltätern für diese Gelegenheit. Ah ja. Wir repräsentieren alle medizinischen Fachrichtungen und sind ein. Batman! Sagen Sie nicht, Sie sind jetzt in Sicherheit. Aber das ist eine Falle! Ich weiß, aber nicht für mich. Es stimmt! Du bist wirklich der größte Detektiv der Welt! Wie hast du das gemacht, Bats? Oh, was zum Teufel! Geht da runter, Jungs, und seht mal, ob ihr herausfindet, dass er ins Gesicht geschlagen hat. Worauf wartet ihr? Den ersten Appell! Geht sofort herunter! Du bist tot, Batman! Wer noch? Sei nicht so zufrieden mit dir, Bats. Ich wiege dich nur in Sicherheit. Stell dir das als eine Probe vor, der die Premiere folgt. Du wirst schon sehen. Ja, ich bin nicht allein. Sie könnten aufwachen. Es tut mir leid. Ich hab's versucht, dir zu sagen. Ich konnte nicht sprechen. Ganz ruhig. Sie sind in Sicherheit. Ich werde mit diesen Schmalspur-Gaunern fertig. Ach, ist schon fast langweilig. Hätte ein Affe lösen können, aber trotzdem gute Arbeit. So funktioniert das nicht, hä? Nö. Na gut, dann zurück. Wir bitten alle Patienten, ruhig zu bleiben und sich langsam zurück in ihre Unterkünfte zu bewegen. Ich bin nicht sicher, ob ich ein Geheimnis länger für mich behalten kann. Zu meiner Party kommen noch zwei alte Freunde. Einer von denen hat Angst, dass du gehst, ohne dich zu verabschieden. Der andere, naja, sagen wir mal, er wird genauso überrascht sein, dich zu sehen, wie du ihn. Als Amadeus Arkham diese schöne Einrichtung aufbaute, haben nur wenige geglaubt, dass es einmal das beste psychiatrische Beurteilung. Okay, wir können wieder upgraden. Nehmen wir doch das mal. Oder? Ja, komm. Weiter. ...und Rehabilitationszentrum werden wird. Jeder kennt die Geschichten der sogenannten Superverbrecher, die hier behandelt wurden. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Unsere Flügel mit geringen Sicherheitsanforderungen bieten normalen, aber aufgewühlten Personen einen sicheren Hafen für eine Heilung.
Wir repräsentieren alle medizinischen Fachrichtungen und bieten eine große Auswahl an medizinischen, chirurgischen, diagnostischen und Wellnessprogrammen an. Die hohe Qualität der Pflege, verbunden mit der günstigen Lage der Anstalt von Arkham, hat dazu geführt, dass wir zur besten Einrichtung des ganzen Staates gewählt wurden. Die Zeit. Also das ist doch ja. Die dürfte mich jederzeit behandeln. Die Fledermaus! Kommt! Denken Sie dran, ein Au! Das war's schon. Nach. Tschüss. Wieso machst du das? Ich hab's genauso gemacht, wie du wolltest. Sieh mich an. Glaubst du, das interessiert mich? Heul nicht und hör zu. Wenn sich dir jemand ohne Jokers ausdrückliche Genehmigung nähert, habe ich den Befehl, dafür zu sorgen, dass du sofort weggebracht wirst. Sieht so aus, als wärst du unser Druckmittel. Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Ich bin mir bewusst, dass dieser Job, wie du es nennst, Freunde erfordert. Was ich wissen will, ist, wieso du mich ausgewählt hast. Hat Joker speziell mich gemeint? Wieso lässt du mich nicht mit ihm reden? Wir können das sicher klären. Lenny, ich muss dir nochmal sagen, ich werde dir wehtun. Verstanden? Halt endlich den Mund! Wenn der Boss mit dir reden will, redet er mit dir. Bis dahin, halt deine Klappe! Nicht. Oh, sie ist tot. Jemand muss es Joker sagen. Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats. Noch das. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Wieso machst du das? Ich hab's genauso gemacht, wie du wolltest. Sieh mich an. Glaubst du, das interessiert mich? Heul nicht und hör zu. Wenn sich dir jemand ohne Jokers ausdrückliche Genehmigung nähert, habe ich den Befehl, dafür zu sorgen, dass du sofort weggebracht wirst. Sieht so aus, als wärst du unser Druckmittel. Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Ich bin mir bewusst, dass dieser Job, wie du es nennst, Freunde erfordert. Was ich wissen will, ist, wieso du mich ausgewählt hast. Hat Joker... Das sind die Fledermaus! Was zum Teufel? Bitte nicht! Nein! Nein! Wir werden... Sie ist tot. Jemand muss es Joker sagen. Ach, Mann. Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie ein Ja. gespielt und dann die Seiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats. Okay, nur zwei Wände. Wieso machst du das? Ich hab's genauso gemacht, wie du wolltest. Sieh mich an. Glaubst du, das interessiert mich? Heul nicht und hör zu. Wenn sich dir jemand ohne Jokers ausdrückliche Genehmigung nähert, habe ich den Befehl, dafür zu sorgen, dass du sofort weggebracht wirst. Sieht so aus, als wärst du unser Druckmittel. Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Ah, oh, bitte nicht! Nein! Hallo. Was ist los? Sie unterhielten sich, als ob sie alles unter Kontrolle hätten. Stimmt es, dass Joker ausgebrochen ist? Leider ja. Aber nicht lange. Ich habe monatelang an Jokers Fall gearbeitet, bevor er ausbrach. Der Anstaltsleiter sagte damals, dass er Jokers Heilung wolle. Schlechte Nachrichten werden seine Bürgermeisterkampagne beeinflussen. Das ist das Kleinste seiner... Gott, ich habe fast vergessen, dass Sie sagten, dass Sie durch die Einrichtung zogen, um die anderen Ärzte zu jagen. Kein Problem, Doktor. Das gesamte Personal wurde gerettet. Sie sind sicherer, wenn Sie hier bleiben. So. Dann haben wir alle. Das gesamte medizinische Personal ist in Sicherheit. Zeit, Harley Quinn und Gordon Spuren zu verfolgen. Also, wie bist du darauf gekommen? Durch das grüne, glühende Fragezeichen? Ja. Willkommen in der Nervenklinik von Arkham. Unser Personal so. Ist hier, um Ihnen zu helfen. Ich habe Plätze an der Ringseite! Harley bringt Popcorn mit!
Ich kann's nicht erwarten! Ein glücklicher Patient ist ein ruhiger Patient. Willkommen in der Nervenklinik von Arkham. Unser Personal ist hier, um Ihnen zu helfen. Als Amadeus Arkham diese schöne Einrichtung aufbaute, haben wenige geglaubt, dass es einmal das psychiatrische Beurteilungs- und Rehabilitationszentrum werden wird. Jeder kennt die Geschichten der sogenannten Superverbrecher, die hier behandelt wurden. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Unsere Flügel mit geringen Sicherheitsanforderungen bieten normalen, aber aufgewühlten Personen einen sicheren Hafen für eine Heilung. Eine genaue Übersicht über unsere Kosten und Hast du sie gefunden? Geht's Ihnen gut? Ja, sie sind in Sicherheit. Batman! Wir haben noch ein Problem. Ich muss zur Villa. Meine ganzen Forschungsnotizen sind da. Wir können nicht riskieren, dass die Joker in die Hände fallen. Es ist nicht sicher, Doktor. Die Insel ist Kriegsgebiet. Sie hätten keine Chance. Das ist mein Lebenswerk. Du hast wirklich nicht die Berechtigung... Ich bring sie dahin, Batman. Wenn du mich fragst, ist es an der Zeit, mich zu revanchieren. Das gefällt mir nicht, aber... Wer hat den Fahrstuhl gerufen? Wir waren das nicht. Er kommt aus dem unteren Stockwerk. Cash, nehmen Sie Dr. Young mit. Holen Sie Ihre Aufzeichnungen und dann finden Sie einen sicheren Aufenthaltsort. Alle anderen gehen in den Beobachtungsraum und verbarrikadieren sich. Der Boss sagt, er ist irgendwo hier drin. Schwärmt aus! Okay, ich würde aber sagen, an dieser Stelle machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann, tschüss!